Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei Let's Play World of Warships mit Road to Tier 10 Richtung Hindenburg. Ja, wir sind noch ein gutes Stück entfernt. Wir sind gerade mal, wie wir sehen, mit der Tier 6 Nürnberg am Start. Aber da braucht man jetzt nur noch so 20.000 XP. Es ist schon etwas überschaubarer, bis das Ende jetzt dann allmählich naht. Ja. Ich werde auch wieder dieses Mal... Entschuldigung, kleiner Frosch im Hals. Ich werde auch wieder dieses Mal versuchen, möglichst viel AP zu schießen. Ist einfach die bessere Munition auf dem Schiff. Ich bewege mich mal Richtung Punkt C. Da geht eigentlich immer was. Optisch wirklich ein Sahnestück. Ich muss sagen, ich freue mich auch nicht so wirklich auf den Nachfolger, also auf die York. Habe ich jetzt nicht so viel Lust. Weil irgendwie diese sehr langsam drehenden Türme, da muss ich mich, glaube ich, dann schon erstmal reinfuchsen, dass ich darauf Bock habe. Aber jetzt genießen wir erstmal die Runde. Wir sind hier Top-Tier, 6er, 5er, 4er Gefecht, also von dem her, da sollte doch hoffentlich ein bisschen was möglich sein. So, ja, wir sehen hier nochmal alles ein bisschen in der näheren Betrachtung. Neuer Morgen, die Karte. Wie gesagt, oh, ich bin offen. Da ist wohl schon einer der Zerstörer irgendwo am Start. Jetzt bin ich wieder zu, aber ich denke mal, das passiert gleich wieder, dass wir da aufgehen werden. Lad mal schnell HE. Ah, Gott sei Dank, alle Wasser, alle drüber. Alles andere hätte mich jetzt auch schon direkt geärgert. So, da ist die Mine-Kase. Jetzt hat sie aber da ordentlich was eingesteckt schon. Das ist auch gleich noch der zweite danach kommend. Jo. Alter Schwede. Die treffen hier gleich gut, die Jungs. Deswegen werde ich jetzt mal auf jeden Fall abdrehen. Weil so ein Damage... Den kann ich jetzt nicht wirklich gebrauchen. Da sieht man schon den nächsten Schuss in meine Richtung kommend. Da nämlich am Horizont. Aber Gott sei Dank richtig eingedreht. Also von dem her jetzt gerade nochmal halb so wild. So, die Nürnberg kommt jetzt gerade auf mich zu. Da muss ich jetzt doch HE dann schießen dafür. Die muss weg. Ganz klar. So, ich verlangsame meine Fahrt ein wenig. Ah, so knapp. Wir haben schon drei Schiffe verloren. Gegner noch kein einziges. Das muss jetzt echt mal sich langsam ändern. So, meine Schüsse waren da leider zwar auf dem Weg, aber
zu konisch, als dass die den Killshot gemacht hätten. Naja, Mutsuki, das wird nix. Eher ein Verzweiflungsschuss. Oben auf dem A-Punkt ist unglaublich viel an Gegner. Unsere schweren Jungs halten sich aber hier dafür sehr stark zurück. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. So, Diffuso steht da jetzt. Wir schießen einfach mal hin, weil wie gesagt, eigentlich die Flugbahn zumindest, die hätten wir. So, die Minikase, die verabschiedet sich jetzt aber hoffentlich auch gleich mal. Wie gesagt, wenn die Schüsse so aufs Deck aufprallen, dann kann man auch schon mit AP was reißen. Also ist jetzt nicht so, dass man sagt, da muss man jetzt HE schießen. Es kommt immer auch auf die Flugbahn an. Ganz wichtig an dieser Stelle mal zu erwähnen. Immer schön auf die New York jetzt mal drauf. Alles nicht so einfach. Ich kann ja mal testweise euch mal hier HE auspacken und zeigen, wie das so mit HE läuft. Wobei da jetzt eine schöne 4000er Stelle mit AP gerade war. Da 1000. Ah, und da machen's die Torpedos. Eigentlich viel zu weit. Aber... ah, knapp daneben. Ganz knapp sogar. Der wird wohl nach rechts abbiegen, ja. Tatsache. Also Gegner ist jetzt hier gerade gut führend. So, ich lade wieder auf AP um. Interessante Fahrweise von dem jungen Mann. So, da ist jetzt Diffuso. Es bleibt mir fast nichts anderes mehr über, als drauf zu fahren. Kurz mal nochmal die Torpedos checken. 6 Kilometer, alles klar. Wir haben jetzt das Glück, dass Diffuso gerade durch den Zerstörer abgelenkt wird. Da kommen jetzt die Torpedos. Einschlag. Ja, sehr schön. Jetzt brennt er nochmal. Wie gesagt, eine der seltenen Brandschäden. Jetzt repariert er gegen.
Und zerstört ist er. Jetzt alles noch da drüben dann. Also erstmal ein gutes Stück von uns weg. Habe ich mal die Mutsuki drum gebeten, sich mal B anzunehmen. Weil wir brauchen jetzt auch die Tickets einfach. Na, die Torpedos auf die New Mexico gingen Gott sei Dank ins Leere. So, ich hoffe mal, dass da einer von denen hier gleich bald neben mir aufploppt. Man sieht ja auch, die schießen da schon kräftig von allen Winkeln, aber keiner ist offen. Da jetzt die Cleveland. Bin jetzt offen. Muss ein Zerstörer sein. In dem Fall die Mutsuki wahrscheinlich, die gegnerische. Da ist er auch schon. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. So, in dem Fall noch einmal in Brand gesteckt und ein Ausfall. War noch dann der bestmögliche Hit. Ja, der ging schön in die Walachei. Die müssen jetzt alle weg. Ganz wichtig hier. Basiseroberung. Schießen jetzt alle auf mich natürlich, weil ich als einziger gerade offen bin. Und da ist noch die Isokase auch noch. Okay, Insel, das war jetzt wieder nicht schön. Deswegen jetzt versuchen, schnellstmöglich zurück, aber da ist gleich Feierabend. Jetzt bin ich wieder offen. So hart Steuerbord. Und die Nürnberg kann hier gerade toll schießen. Unser Team steht kurz vor dem Sieg. Also, welchen Sieg wir jetzt kurz bevorstehen, das würde ich aber gern wissen. Ja, das war jetzt zu einfach. Und jetzt nur noch die Cleveland am Leben. Und auch die wird es gleich zerreißen. Und da ist es schon geschehen. Leider eine Niederlage. Ich weiß gar nicht, wie es das letzte Mal das ausgesehen hat. Aber in dem Fall die Niederlage. Kann man nichts machen.
Es waren irgendwo knapp 30, ja, 40.000 Schaden. Nicht die beste Runde, aber egal. Road to Tier 10. Nächstes Mal hoffentlich wieder mit einem Sieg. Ich wünsche euch alles Gute, euer Alcaramba.